Hallo aus der Praxis. Heute geht es um eine Goldstartspange, den Nagel damit anzuheben und aus diesem Rollnagel wieder einen normalen Nagel zu machen. Ja, die erste Arbeit ist das Vortamponieren und damit beginnen wir jetzt sofort. So, ich tamponiere jetzt einfach vor, damit ich mir hier den Falz frei mache. Lege mir hier jetzt noch dicke Tamponaden unter. Weil ich hier ja gleich mit der Spange anheben möchte. Und so haben wir hier schon mal eine kleine Beseitigung vom Nagelfalz und Nagel. Das ist ganz wichtig, dass wir da gleich ein bisschen Platz bekommen. Okay, die kriegen wir sogar dahin. Dann muss ich die einmal aktivieren. Dafür muss die aber noch mal runter. So. Geht natürlich ohne Handschuhe besser. Weil ich muss die ja aktivieren. So, jetzt ist Improvisieren angesagt, da die Spange nicht unter den Nagel ging, ohne dass ich diese eingerissene Ecke hätte abreißen müssen. Und die möchte ich ganz gerne fixieren, gleich mit der Nagelmasse, und deswegen musste ich die Spange jetzt kleben. Also eine Seite eingehängt, eine Seite geklebt und immer dran denken, die Spange muss, bevor sie geklebt wird, nochmal aktiviert werden. Eine wichtige Sache ist immer noch, wer noch nicht so ganz firm in der Spangentechnik ist, sollte sich die Patienten immer so als Letztes setzen, damit man im Notfall auch improvisieren kann. Hier hatte ich natürlich Filmaufnahmen, da war das also gar kein Problem, aber in der Regel muss man sich immer so viel Zeit schaffen, dass wenn so ein Problem entsteht, da auch wirklich hingegangen werden kann und sagen, okay, wie improvisiere ich, wie hier eine Seite einhängen, die andere Seite klebt, da haben wir auch alles aktiviert. Riss im Nagel. Den wollte ich nicht provozieren, weil ich möchte die Ecke nicht wieder rausschneiden. Also habe ich diese Seite eingekürzt, habe also hier das Häkchen an der Seite weggenommen, habe das halbseitig geklebt, habe natürlich vorher aktiviert, damit die überhaupt eine Wirkung hat, die Spange. Ganz, ganz wichtig. So, und lege jetzt ein Gel über, lichthärtend. Dann ist das fixiert und ich sichere mir gleich hier diesen Riss, den ich hier drin habe, sodass wir den noch retten können, dass der Nagel weiter nach vorne wachsen kann. Jetzt tamponiere ich, damit vom Gel gleich nichts in den Falz laufen kann. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Und guck mal, das hatten wir eben noch gar nicht, dass wir so toll hier drunter kamen mit der Tamponade. Und jetzt schaue ich mir mal die andere Seite an. Ich habe ja gezeigt, dass wir hier dieses Rollen hatten. Und guck mal, wie toll das hier schon praktisch angehoben hat. Weil da war ja wirklich wie so ein Schneckenhaus, war das gerollt. Und das ist jetzt schon weg. Ja? So, und jetzt gucken wir mal. Die Tamponade geht wunderbar darunter. Hier stopfe ich ein bisschen mehr.
Einfach aus Sicherheit, dass da gleich nichts in den Falz reinläuft, auch wenn wir vorsichtig arbeiten. So, jetzt habe ich mir hier vorne die Ecke noch mitgerettet, ein bisschen besser aufgetragen. Hier ist auch überall alles drauf, alles gut. Ja, mit der Lampe härte das etwas durch und dann sehen wir uns gleich. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, wäre es schön, wenn du mir ein Abo gibst. Ansonsten freue ich mich über einen Kommentar. Hier sehen wir, wir haben den Nagel wunderbar glatt bekommen. Wir haben die Ecke mitfixiert. Das ist immer ganz wichtig. Also so kann man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die Nagelspange ist dazu da, um den Nagel an der Innenseite, wo es kriminell war, anzuheben. Und jetzt sehen wir das Endergebnis. Der Nagel kann nach vorne wachsen, hebt uns die Ecke an. Das war wie so ein kleines Schneckenhaus eingerollt war. Und wenn du Fragen hast, ich würde mich über einen Kommentar freuen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.